Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monster Hunter World. Und heute werden wir den Tsitsi-Yaku jagen, da habe ich eben schon ein bisschen gefarmt, aber eine Runde möchte ich gerne mit euch zusammen machen. Und zwar habe ich eine Untersuchung von Fange Tsitsi-Yaku, habe ich eben mit jemandem zusammen gemacht, lief auch ziemlich gut, muss ich sagen, ging schnell, einfach, und dann können wir die Teile nämlich bauen. Und wenn wir die Teile gebaut haben, dann können wir richtig schick hier mit Doppelschwertern abgehen und vor allem auch bald den Nergigante angehen. Denn dann haben wir schon mal die Waffe, die ich nehmen möchte für ihn. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Rüstung. Und da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht schon mal alle Teile bauen können. Vielleicht geht das ja sogar. Müssen wir mal schauen. Allerdings jetzt erstmal Tsitsi-Yaku. Wir brauchen das Leuchtorgan von dem nochmal. Und da habe ich hier eine sehr, sehr schöne, ja, Quest. Ich werde mal eben kurz ein Leuchtzeichen hier abfeuern und dann wird da wahrscheinlich jemand kommen, weil man braucht Tsitsi-Yaku erstaunlicherweise für ziemlich viel und für ziemlich viele gute Sachen. Deswegen wird da wahrscheinlich jemand kommen. Zumindest war eben auch jemand da. Relativ schnell sogar. Ansonsten machen wir es halt alleine. Mit den Doppelschwertern geht das ganz gut. Ich mag halt bei diesen kleineren Monstern eher die Doppelschwerter, auch wenn ich allgemein nicht so der, ne, große Freund von denen bin unbedingt. Empfinde ich das doch hier als recht angenehm. Bei den Tsitsi-Yaku. Wir haben jetzt einen Odogaron. Den will ich natürlich jetzt eigentlich nicht haben. Da hinten kommt der Tsitsi-Yaku. Da kommt unser Ziel, besser gesagt. An den kann man sich auch schön ranhängen, habe ich gesehen. Da müssen wir... Sekunde. Jetzt habe ich vergessen zu futtern, ne? Ach, shit. Mit so wenig Ausdauer macht das wenig Freude. So, jetzt haben wir ihn schon mal verwundet. Das ist sehr schön. Weit entfernt. Und da kommt auch schon einer, der Hero. Ja, ich muss sagen, dass das hier halt relativ gut geht. Nur auch wenn wir nicht so viel Dings haben hier. Ups. Hat sich von der Quest zurückgezogen. Ja. Mach Sachen, ey. Was ist das denn für einer? Tja. Dann halt nicht. Naja, vielleicht fand der Tsitsi-Yaku doch nicht so toll. Who knows? Ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja nicht wie bei anderen Spielen, wo das jetzt, sage ich mal, echt scheiße wäre, wenn er einfach rausgeht. Hier stört das eigentlich nicht wirklich, finde ich. Ich meine, das Monster ist schwach genug, dass ich es auch alleine problemlos hinbekomme. Oh, er ist noch gut im Saft. Ich hoffe, das ändert sich gleich.
Er wird auf jeden Fall nicht lange dauern. Ich denke, er hat schon ordentlich einstecken müssen hier. Ich denke mal so 60%. Wäre jetzt mal so eine Schätzung. Darf ihn natürlich nicht töten. Okay, er ist so gut wie down. Jetzt kann er gefangen werden. Der ist ja auch immer sehr eindeutig mit seinem... Das ist immer ziemlich easy bei dem rauszufinden, ob er bereit ist. Tja, jetzt macht er einen Revierkampf. Und ich stelle natürlich die Schockfalle. Na gut, der andere Typ, der gleich kommt, hat wahrscheinlich auch noch eine Falle. Bitte nicht, ey. Komm, ich hab dich schon mit Code eingerieben. Kannst du dich nicht einfach verpissen, bitte? Ich bin gerade auch überhaupt nicht in der Stimmung für dich. Jo, die Schockfalle ist auf jeden Fall richtig schön fehlplatziert, aber ich habe einen Donnerkäfer dabei. Das heißt, wir können eine Donnerfalle machen. Alles easy peasy lemon squeezy und der andere Typ kann hier... eben kurz den Loot leechen. So, aber die anderen nicht. Wir brauchen nicht mehr Hilfe. Herstellungsliste. Wo ist es denn? Die Schockfalle. Ich habe das Fallengerät nicht dabei. So, dann wollen wir den mal eben fangen. Ne, der andere freut sich, kommt rein, kann absahnen. Ne, bin ich ein Gönner. Warum auch nicht? Ist mir auch oft genug passiert, dass ich irgendwo rein bin, dann war er schon fertig. Auch wenn der schon eine gute Waffe hat. Also der hat die Waffe von Damanjo. Das heißt, der ist sowieso nicht so schlecht. Mal eben kurz gucken, wo die Bällchen sind. Okay, da. Warum kann ich die hier nicht aufstellen? Ach, wegen der anderen Schockfalle. Ich muss die erst kaputt machen, okay. Wahrscheinlich deswegen geht das nicht. Jo, jetzt geht's. Wehe, du greifst den an. Dann kicke ich dich.
Nee, er scheint verstanden zu haben, dass er den damit killt. Okay. Ich hätte notfalls echt kicken müssen. Ich will das nicht. Aber ich will auch nicht die Quest failen. So. Hat keine Scheiße gebaut. Fand ich gut. Da hat Ziotos sicher... Ja, wusste er genau, was ich vorhabe. Das ist sehr schön. Das freut mich. Aber ich hatte schon, wie gesagt, vermutet, dass ich ihn eventuell kicken muss, wenn er da jetzt angreift. Aber das hat er gerallt. Alles gut. So, ein Leuchtorgan haben wir dabei. Sehr schön, dann können wir jetzt alles bauen, was wir bauen müssen, um die Waffe zu bekommen, die wir für den Nährgigante verwenden werden. Oh, das wird echt ein... Das wird ein Stück Arbeit. Ich glaube, der Nährgigante... Piu, ey. Da bin ich mal gespannt drauf. Das ist, glaube ich, auch langsam so das Level, wo ich im Koop spielen sollte. Langsam. Ach, gar nicht hier, Quatsch. So, Ausrüstung schmieden, Ausrüstung verbessern. Nein, wir schmieden Ausrüstung und zwar die Doppelschwerter hier vorne. Die hier. Und dann wollen wir die hier haben mit den Leuchtorganen. Genau, perfekt. So, und die können wir nämlich jetzt verbessern und daraus die Baselteile machen. Die sind richtig gut, wie man sieht. So, haben halt ein bisschen wenig Explosion. Hier oben könnten wir halt jetzt eine etwas bessere machen, beziehungsweise deutlich bessere, wie ich gerade sehe. 294. Aber ich würde sagen, wir nehmen die hier. So. Ja, die Affinität ist halt ein bisschen niedriger. Was soll ich herstellen? Ausrüstung schmieden, da können wir mal kurz gucken, ob wir die Rüstung eventuell schon machen können, die Brustrüstung von dem Rathalos. Nee, da bräuchten wir noch Rathalos Rückenpanzerung und ein Rathalos Rubin. Ja, ich glaube nicht, dass wir das jetzt so schnell bekommen werden. Aber ohne Schwächevorteil, ich weiß nicht. Mal gucken, was die Leute so anzubieten haben hier. Dann können wir so ein bisschen mit denen mal spielen. Untersuchung, den Tobikadachi. Expedition haben wir Wildturm und uralter Wald. Im uralten Wald sollten wir den Rathalos eigentlich finden. Das ist eigentlich nicht unbedingt, was ich haben möchte. Nee, das ist jetzt eigentlich nicht, was ich will. So, können wir eben kurz schauen, was wir noch machen müssen. Vielleicht haben wir hier irgendwas, wo wir mal eben kurz die Teile ausprobieren können. Hier haben wir HR Odogaron. Oh, ich glaube, den machen wir mal. Dann schauen wir einfach mal rein, ob wir den hier gut wegbekommen. Aber vorher nochmal schauen, ob wir irgendein Teil austauschen können. Wir können mal eben vergleichen. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, welche Hose wir anhaben.
Legierungsbeinchen. Oh, mit schnelle Schärfen, okay. Also schnelle Schärfen haben wir drin. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall einiges rausholen. Mit einer neuen Hose. So, wir haben hier schnelles Wegchecken, kritischer Blick, kritisches Ziehen. Verteidigungsboost ist jetzt nicht ganz so dolle. Also Betäubungswiderstand interessiert mich auch. Das ist nicht allzu schlecht, das Barot-Ding. Bräuchte man allerdings den fruchtbaren Schlamm für. Ansonsten finde ich hier unten das Teil noch ganz nett. Wir haben hier für die wenigsten Sets eigentlich genug Teile. Hier oben haben wir schnelle Schärfen auf 2. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da kommen wir auf Maximum. Das ist gar nicht schlecht. Ich würde sogar sagen, dass wir das jetzt erstmal nehmen. Dann haben wir gleich mal eine kleine Verbesserung drin. Hier haben wir halt den Angriffsboost. Da kann ich das bessere Ding noch nicht bauen, leider. Und hier können wir jetzt auch mal kurz gucken. Betäubungswiderstand. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, bis wir halt das Leuchtorgan wieder haben. Ansonsten hier nochmal ein Verteidigungsboost. Ist halt nicht so meins eigentlich. Die meisten Sachen können wir hier unten nicht herstellen. Das Blütenset könnten wir machen. Das ist nicht so dolle. Nur ein Event-Ding. Ne, also von denen, die ich herstellen kann, gibt es hier aktuell keine, die mir gefallen. Die Legierungsarmschienen. Ja, die haben wir ja. Ja, hier könnten wir nochmal gucken. Da müssten wir aber, wie gesagt, so ein paar Teile erstmal sammeln. Wir haben ja viel zu wenig... Viel zu wenig Teile. Ich würde am liebsten so hier vom Olugaron-Set ein bisschen was haben, aber da fehlt uns auch die Clown-Reißzähne. Aber hier zum Beispiel, das könnte ich machen, aber da fehlt mir wieder um das Geld. Wahrscheinlich müssen wir auch erstmal kurz Geld machen. Können wir mal kurz gucken, ob wir irgendwie finanziell dann was rausholen können. Ne, scheiß mal eben auf die Aufgabe, da können wir eben kurz... Okay. Jetzt machen wir es doch. Machen wir das andere später. Auch nicht schlimm. Dann überziehe ich ein bisschen die Episode hier. Na, jetzt habe ich da aus Versehen drauf gedrückt, aber eigentlich wollte ich es euch ja sowieso noch zeigen. Von daher, Wayne, kann ich später nochmal gucken, was genau wir jetzt da bauen. Jetzt haben wir schnelle Schärfen auf 3. Das heißt, ich kann richtig schnell schärfen, was natürlich verdammt gut ist bei den Waffen, weil die immer schnell stumpf werden. Aber... So an sich, ne? Naja, auf jeden Fall brauchen wir den Schwächevorteil. Und wir brauchen unbedingt kritischer Blick und so weiter. Ich will so ein bisschen auf Crit gehen. Das Schöne bei Explosionen ist halt, dass wir immer so ein bisschen extra Schaden machen, wenn wir oft genug getroffen haben. Das ist ganz cool. So, sehr schön. Puh. Ach, da vorne haben wir noch so ein Teil. Früher war es so, dass die verdammt gut im Aufbau waren von irgendwelchen Effekten, die Doppelschwerter. Ich glaube, das ist immer noch so.
Autsch. Heilige Mutti, ey. Der ist echt nicht ohne. Kannst du es ab? Und da haben wir eben auch eine Explosion gesehen. 120 war das. Vom Schaden her. So, den haben wir auch bald down, denke ich. Ja, der hat jetzt schon ordentlich kassiert. Oh, scheiße. Ich bin auch ein bisschen zu oft mit dem Dings da, mit der Combo. Das mache ich ein bisschen zu häufig. Ja, die hier. Da gab es wieder eine Explosion. Ah, shit. Hatte nicht erwartet, dass er so weit hier so weit launcht, aber jo, der hat auf jeden Fall eine heftige Reichweite. So. Wir wollen mal gucken, ob er runterkommt. Na gut, den hier wird er wahrscheinlich nicht abkriegen. Nope. Das hatte ich aber schon erwartet. Dass er dann genau auf mich launcht, wenn ich da das Ding runterziehe. Das Schöne ist halt bei dem, die Aufladungen sind relativ egal. Ja, jetzt habe ich hier die Kamera ein bisschen abgefuckt. Sekunde. So, es war gerade nicht so schön, was ich da gemacht habe. Wollte mich eigentlich da hochklettern.
Was ich an den Explosionen nicht so mag, ist, dass die mit der Zeit immer weniger werden. Die haben keinen festen Trigger, sage ich mal. Zum Beispiel 300 Treffer oder sowas, nur als Beispiel, oder 100 Treffer. Und dann. Sondern, ne, erstens so 50 Treffer, dann sind es 100 Treffer, dann 150, so um den Dreh. Ne, ist jetzt nicht perfekt, so wie es ist. Also ich weiß jetzt nicht die Zahlen halt. Aber so um den Dreh ist es halt, ne? Dass da immer mehr und immer mehr Treffer braucht. So an sich bin ich eigentlich zufrieden mit dem Teil. So war jetzt nicht schlecht. Ich denke, das können wir auf jeden Fall nehmen, das Teil. Was mir nicht gefällt, ist, dass es ständig nachgeschärft werden muss. Also wirklich sehr oft. Mal gucken. Aber ich werde den Nergigante, glaube ich, nicht alleine machen. Da werden wir uns Kumpanen für holen. Weil der alleine wird ganz schön widerlich. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier vorne? Mega Fassbombe, okay. Ja, schön. Dann haben wir die Folge ja noch sinnvoll gefüllt hier. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen. Und beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich den Nergiganten. Ich weiß es noch nicht. Ich wollte eigentlich noch die Rüstung ein bisschen verbessern und mich darauf vorbereiten, auf dieses Endgame, sage ich mal. Das ist ja nicht nur der Nergigante. Und da mache ich mir nochmal Gedanken zu. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie ich mich entschieden habe. Ich wünsche euch was. Bis denne und tschüss.